Ladies and Gentlemen, es ist wieder Zeit für das Influencer-Duell. Es ist bereits Episode 11 und wir haben in der letzten Episode, in der 10. Episode, ja, in unserer kleinen Jubiläumsepisode, den neuen Influencer-Duell Highscore geknackt. Aber auch heute habe ich wieder zwei fantastische Gäste vorbereitet für euch, die diesen Rekord ebenfalls brechen wollen, nämlich Basti der Kiekste und Sarah Ennig-Trinchen. Hallo! Schönen guten Tag. Hallo. Hi. Wir hier beim Influencer-Duell versuchen, lustige Antworten auf eine Aussage oder eine Frage zu finden, die die Deutschen gegoogelt haben. Wie funktioniert das? Wenn man auf Google etwas eingibt, den Anfang eines Wortes oder Satzes oder pipapo, dann wird Google dir etwas vorschlagen, was man noch eingeben kann. Das bezieht sich auf den deutschen Google-Algorithmus. Und wenn jetzt ich zum Beispiel ein Wort vorgebe, müssen der Kiekste und Elektrinchen versuchen zu erraten, was die Deutschen denn noch so danach googeln. Das Ganze, ist eigentlich relativ simpel. Wir haben 5 Fragen bzw. 5 Aussagen, je nachdem. Und es gibt 10 Antwortmöglichkeiten bei Fragen 1 und 2. Es gibt 8 Antwortmöglichkeiten bei Frage 3 und 4. Und bei der letzten 5 gibt es 6 Antwortmöglichkeiten. Punktezahl von 10 bis 100 ist natürlich alles vertreten und gespielt wird abwechselnd. Wer gleich anfangen wird, finden wir gleich heraus. Jetzt wollen wir erstmal wissen, wer unsere beiden Gäste eigentlich sind. Basti. Ich soll anfangen. Ich habe gedacht, Ladies first, Mensch. Mach du mal. Von oben nach unten. Ich mach mal. Ja, ist richtig, ist richtig. Hallöchen, ich bin Basti der Kiekste. Ich bin hauptsächlich auf Twitch unterwegs unter eben diesem Namen. Und ich streame sehr viel und sehr ausgiebig alles Mögliche, worauf ich eben Lust habe. Und ansonsten bin ich häufig noch draußen unterwegs. Ich versuche so ein bisschen mobile Streams zu machen. Klappt nur aufgrund des sensationellen mobilen Internets in Deutschland nicht immer ganz gut. Leider. Ja, leider. Ansonsten habe ich keine Hobbys. Das ist mein Leben. Das Internet. Schön, Sarah. Ja, ich bin, ja, Sarah, genau. Stream mittlerweile 5 Jahre ausschließlich auf Twitch, habe halt sonst keine anderen Plattformen, wo ich unterwegs bin. Auch Verity-Streamer, halt wirklich komplett alles quer durch die Bank, aber alles Singleplayer-Games. Macht das sehr, sehr gerne, was ich hier mache. Und mittlerweile auch Vollzeit, aber kann mich da privilegiert, glaube ich, fühlen. Das, glaube ich, machen wir alle, dass wir unser Hobby zum Beruf machen dürfen. Und ja, und hab mal gedacht, den da oben, den können wir mal battlen. Was? Und nachdem Wolf mich da eingeladen hat, habe ich direkt gesagt, komm, wir nehmen Basti, mit dem beef ich mich sowieso immer. Und ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich ganz gut. Ich verstehe schon, was du mir damit sagen willst. Ja? Ja. Der ist so blöd, ey. Gegen den gewinne ich sowieso. Ihr seht, Leute, wir haben wieder ein sehr gutes Duell für Episode 11 hier vorbereitet. Und ich würde sagen, dann wollen wir doch gleich mal wissen, wer hier von euch anfangen wird. Um das festzustellen, braucht ihr einen Buzzer. Was könnt ihr denn so um euch herum finden, dass ihr als Buzzer missbrauchen könnt? Oh Gott. Unsere Kreativität der Gäste ist wieder gefragt. Boah, ich habe so eine Kiste mit allen möglichen Geschüssel, aber... Ich habe mir so eine Gasflasche. Trommelst du da jetzt drauf, ja? Ja, fantastisch. Leute, Episode 11, Gasflaschenbuzzer. Noch Fragen? Oh Gott, ich habe nichts, was groß Geräusche macht. Hatte ich nicht irgendwo noch eine Pfeife oder sowas? Ich hatte, glaube ich, warte mal. Ich muss mal kurz unter den Tisch krabbeln. Mhm, ja klar. So, ja, und weg war sie. Ja, ich finde es immer wieder schön, das ist wirklich absolut meine eigentlich schon fast Lieblingsstelle, wo wir einfach herausfinden, wie kreativ und spontan unsere Gäste sein können. Ich meine, eine Gasflasche ist auch schon wirklich top-notch, ne? Warum hast du eine Gasflasche neben deinem Schreibtisch stehen? Wann war das eigentlich? Ich glaube zu Silvester. Letztes Silvester habe ich die genutzt im Stream, ja, für Luftballons, die ich habe aufsteigen lassen. Und seitdem steht die rum, weil ich die eigentlich noch leer machen will, weil die ist noch nicht ganz leer. Kann ich ja heute machen, wa? Ja, genau. Nein, das machen wir nicht. Ich hab meine Tröte nicht mehr. Das ist ja aber doof. Oh nein. Ich hatte so eine richtige Tröte halt. Aber... Das ist, du kannst sie wirklich... auf den Bauch klatschen. Bitte nicht. Wenn die Geräusche machen würde, aber die macht keine. Das ist eine elektrische Fliegenklatsche, ja. Die heißt... Hört sie. Wie viel, aber sie, wie viel ist, 1000 also, Euro kriegst du dafür jetzt? Gar nichts.
Ne? Irgendwie muss man ja Vollzeit sein Geld verdienen. Halt, mit richtig, Werbung für elektronische Fliegenklatschen. Also. Ich habe weder Sponsor noch Kooperationspartner. Ich glaube, mich will auch keiner unterstützen. Moment. Sonst musst du halt mit deiner Zunge tröten oder so. Ja, mach einfach Frauen irgendwas. Mal ein bisschen Husten? Länger, Husten oder so? Ich würde gerne antworten. Ich habe so viel Scheiß hier. So, also damit haben wir auch immerhin schon mal das längste Suchen nach eines Buzzers in dieser Episode. Ich kann auch einfach den hier machen. So. Okay, ja, gut. Hauptsache so, wir hören es. Das hört man wenigstens. Genau, sehr gut. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Meine lieben Freunde, wir kommen zu unserer ersten Frage. Wir suchen, also wir haben ein Wort und wir suchen überwiegend auch tatsächlich nur ein einziges Wort danach, also keine kompletten Sätze, um euch eine kleine Hilfestellung hierfür zu geben. Also, okay. Die Leute googeln nach diesem Wort und danach nach noch etwas. Die Frage ist was? Und zwar nach dem Wort Piraten. Basti? Hut. Wir gucken auf unser Scoreboard. Ist der Piratenhut unter den Top 10 der meistgesuchten Sachen auf Google? Nein, ist er nicht. Keiner googelt nach Piratenhüten. Was? Damit ist jetzt Sarah dran. Partei. Ah, die Piratenpartei. Schaffen Sie es in die Top 10 der deutschen Google-Suchen? Das tun sie auf Platz Nummer 6. 50 Punkte für Sarah. Und du darfst jetzt weitermachen, bis du falsch liegst. Augenklappe. Piraten-Augenklappe. Ah, eindeutig kein typisches Piratensymbol. Schiff. Ein Piratenschiff. Ist Platz 5. 60 Punkte. Und ich darf direkt wieder, ne? Genau, du darfst jetzt weitermachen, bis du falsch liegst. Kostüm. Das Piratenkostüm ist Platz 9. 20 Punkte. Jetzt geht's los. Piratenperücke. Ja, wenn wir jetzt schon nach den Kostümen suchen, suchen wir ganz spezielle Piratenperücken. Nee, das tun wir nicht. 80 Punkte aufs Konto. Dann würde ich sagen Schatzkiste. Der Piratenschatz, beziehungsweise die Piratenschatzkiste natürlich. Nee, Piraten haben keine Schätze. Was? Sea of Thieves? Säbel? Piraten-Säbel? Auch nicht dabei. Jetzt letzte Chance für Sarah, nochmal bei der ersten Frage Punkte abzusagen. Ein Enterhaken. Der Piraten-Enterhaken. Nein, ist leider nicht dabei. Immerhin 3 von 10, das ist ja schon mal, ne, ist okay. Immerhin. Immerhin, ne? Und gucken wir mal, nach was die Deutschen denn noch so googeln. Ja, sie googeln nach der typischen Piratenflagge. Oh. Der Totenkopf. Ja. Na klar. Ja. Dann tatsächlich sind ja sehr viele Deutsche auch Piraten begeistert und suchen deswegen eine Piratenreise bzw. Urlaub. Echt? Okay. Ja, tatsächlich. Es gibt. Wäre ich nicht drauf gekommen. Man erfährt hier die interessantesten Infos über die Deutschen. Ja, tatsächlich. Ja. Aber es gibt so tatsächlich so Abenteuerreisen, die Piratenthema haben. Ne? Das ist. Ich glaube, das werde ich auch mal googeln. Ja, klingt nämlich ganz schön geil. Ist sehr interessant tatsächlich, ja. Dann, wo wir jetzt gerade bei der Flagge waren, es geht um das Piratensymbol, ja, das typische Symbol der Piraten. Dann haben wir auf Platz 4 Piraten Somalia. Okay. Noch immer. Okay. Dann tatsächlich, wie gesagt, die Deutschen sind Piraten begeistert und suchen deswegen nach Piratenfilmen. Der Piratenfilm. Okay. Und wir beim Piratenfilm sind, kann man natürlich auch auf Piraten der Karibik kommen. Ach, ja. Stimmt, der Karibik, stimmt, die Piraten sehr gut vertreten. Und auf Platz 1, ganz klar. Also da hättet ihr zumindest noch unter den Piraten draufkommen müssen, die Piratenumzüge. Ja, also, Hä? Piratenumzüge? Was soll das sein? Tatsächlich, das habe ich auch googeln müssen, weil ich es nicht verstanden habe. Es gibt eine sehr bekannte Umzugs-GmbH-Firma, die nennt sich Piraten.
Echt? Unglaublich, oder? Wow. Piratenumzug. Keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll, aber ist doch sehr interessant, oder? Ja. Unglaublich, Piratenumzug. Ich dachte mir auch, ich gebe das ein. Und Top-Antwort vor allem, du denkst, so sind die alle besoffen oder was? Ich hab spontan gedacht, sag mal, Piraten haben noch nie Karneval gefeiert. Was soll denn das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, tatsächlich. Das war auch mein erster Gedanke. Ja, unglaublich, ja. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, dann kommen wir doch direkt zu unserer zweiten Aussage. Tatsächlich ist ja auch hier wieder ein einzelnes Wort vorgegeben und es wird auch nur ein einzelnes Wort danach gesucht. Keine Sätze. Oh, also ran an die Buzzer. Und Frage 2, beziehungsweise Aussage 2, LKW. Fahrer. Sarah, LKW-Fahrer haben wir hier. Ist auf Platz 3, der LKW-Fahrer. Darfst weitermachen. Das ist eigentlich mein Thema. Ja, wollte ich gerade sagen. Auflieger. Der LKW-Auflieger. Der ist jetzt nicht dabei. Oh. LKW-Unfall. Boah ja, googeln die Deutschen wirklich exzessiv nach LKW-Unfällen? Ja, auf Platz 2. Okay. Okay. Stau? Ah, der LKW-Stau auf den deutschen Autobahnen ist zum Kotzen. Ja, aber es wird nicht danach gegoogelt. Ja, macht doch keinen Sinn. Sag mal, darf ich kurz mal, was ist denn der Highscore? Du hast gesagt, letztes Mal, wo der Highscore ist, Achtung, wer nicht gespoilert werden will und die letzte Folge nochmal gucken will, kurz 5 Sekunden muten. 400. Okay. Bitte, Elektrinchen. Ja, LKW-Reifen. Ah. LKW-Reifen? Auch nicht. Okay. LKW-Last? Die Last des LKWs. Wird gegoogelt im deutschen Bereich? Nein. Oh, okay. LKW-Führerschein. Ah, wie macht man einen LKW-Führerschein in Deutschland? Das interessiert die Deutschen auf Platz 4. Jawohl. Ruhezeiten. Die LKW-Ruhezeiten. Wann darf man nicht mehr fahren oder wann sollte man eben diese Ruhezeiten einhalten? Das interessiert zumindest die Deutschen nicht so sehr. Eine Chance hast du noch, Basti. LKW-Mieten. Den LKW-Mieten. Mieten wir in Deutschland viele LKWs? Eine Menge sogar, es ist die Top-Antwort. Yes. Ach, schön. Ich darf ja noch weiter. Jetzt darfst du sogar noch weitermachen. Ich freue mich gerade ein bisschen. Kaufen. Feiern. Kaufen. Einen LKW kaufen. Ja. Ja, wenn man nicht mieten, dann kauft man vielleicht direkt. Richtig. Ja, auf Platz 9. Sensationell. LKW Namensschild. Die haben doch vorne immer ihren Namen drin. Mhm, ja. Wie nennt man denn das? Wo lässt man sich sein eigenes LKW-Namensschild machen? Ja. Nein, das nicht mehr. Aber 120 Punkte und aber obendrauf 290, Basti. 200 Elektrinchen. Sarah, das ist insane Zahlen hier für die zweite Runde. Wahnsinn. Ja, wir sind richtig gut. Ihr seid richtig gut. Basti lässt sie hängen. Oh, wow. So, nicht fummeln hier in der Show, ja? So, gucken wir mal, was die anderen fünf denn noch sind. Wenn jemand jetzt ein Veto einlegen möchte, weil er etwas Ähnliches gesagt hat, ich das aber nicht so sehe, weil ja was anderes als Wort gegoogelt wurde, dann soll er bitte schreien. Und zwar auf Platz 10 haben wir den LKW-Anhänger. Ah, Auflieger habe ich gesagt, ja. Also deswegen, ne, es ist naheliegend, aber nicht dasselbe Wort. Wenn du sagst, es ist aber dasselbe, dann lasse ich es gelten. Ich finde, es ist dasselbe. Komm. Echt? Sagt ja sogar? Ja? Ja, würde ich sagen, oder? Okay, dann machen wir es. Ja, wie gesagt, es soll ja das Veto geben. Ich weiß nicht, wie deine Regeln sind. Wenn du sagst, es muss exakt das Wort sein, dann ist es was anderes. Ja, an sich schon, aber das ist halt schon irgendwie dasselbe, oder? Ja, an sich schon, ja. In der LKW-Fahrersprache sagt man Auflieger. Okay, also komm, dann sind wir mal nicht so. Wir geben die 10 Punkte mal noch der Sarah oben drauf. Ja. Auf Platz Nummer 8, was die Deutschen interessiert, ist die LKW-Maut. Stimmt. Klar. Und
Ich glaube, dann haben wir hier meinen ersten Schreibfehler aller Zeiten in Episode 11. Das muss auch mal sein. Und zwar haben wir die LKW-Versicherung. Ja? Tatsächlich. Verrischerung. Die Verrischerung. Ja? Ich bin einmal nicht aufgepasst. Nicht verrischert. Ja, das ist doof, ne? Deswegen gibt es ja so viele Unfälle. So, ja. Auf Platz 6 suchen die Leute nach einem Navi für ihr LKW. Oh, ja. LKW-Navi, okay. Und ein spezielles Navi? Feinbar. Das muss wahrscheinlich extra groß sein. Vielleicht. Und letztendlich haben wir auf Platz 5 noch die LKW-Plane. Ja, ja. Okay, kann ich mir vorstellen, aber ja, okay. Ja, ja. Ja. Super Runden, ladies and gentlemen. Also ich weiß gar nicht, ob wir nach 2 Runden schon mal so viele Punkte hatten. Das ist fantastisch. Mal sehen, vielleicht knacken wir hier alle Rekorde heute. Mal sehen, ob das auch bei Frage 3 so ist. Hier geht es um eine Aussage, die mit kompletten Sätzen beendet wird. Also wir suchen nicht nur ein Wort danach. Okay, ja. Und zwar Frage 3. Ich wollte nur mal... Wow, das war super zeitgleich. Okay, jetzt noch eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck hinterher. Schnick, Schnack, Schnuck. Beide Schere. Euer Ernst? Okay, und nochmal. Und nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Und damit gewinnt Sarah. Sarah. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Wirklich? Wolltest du nur mal kurz Hallo sagen? Ja, okay. Wollen die Deutschen nur mal kurz Hallo sagen? Die Deutschen sagen ganz viel Hallo, das ist die Top-Antwort. Okay, das ist gut. Oh nein, ey. Zauber. Ich wollte nur mal einkaufen gehen. Ich wollte eigentlich nur mal einkaufen gehen. Nein, die Deutschen gehen nicht einkaufen, das ist Quatsch. Die gehen nicht einkaufen. Ich wollte nur mal gucken. Ich wollte nur mal gucken. Gucken, was du so machst, lassen wir gelten, 40 Punkten. Okay, Punkte. Okay. Ich wollte nur mal, pupsen? Ich wollte nur mal kurz heimlich pupsen. Nein! Entschuldigung. ich wollte nur mal rausgehen. Ich wollte nur mal rausgehen. Die Deutschen bleiben doch nur drin vom PC, Sarah, Mann. Ah, verdammt. Ah, oh, Mann, ey. Muss ich mir was drin einfallen lassen. Ich wollte nur mal ausprobieren. Muss ich jetzt noch mehr nennen? Ja, eigentlich schon. Wir haben jetzt schon eine Ausnahme mit dem Gucken gemacht. Ich wollte nur mal ausprobieren, wie das so geht. Ich wollte eigentlich nur mal ausprobieren, wie das mit Google eigentlich so geht. Nein. Ich wollte nur mal... Dann bleiben wir mal drin, Fenster putzen. Genau, ich wollte eigentlich nur mal die Fenster putzen. Ah, sind die Deutschen zu faul für. Auch noch, ah. Nicht rausgehen, nicht Fenster putzen. Was ist denn nur los hier? Du hast mich jetzt gerade auf den Gedanken gebracht. Ich wollte nur mal googeln. Ich wollte nur mal googeln. Ich wollte jetzt kurz mit meinem Zögern verdeutlichen, dass wir doch ganze Sätze suchen, aber ich wollte nur mal googeln, ist dementsprechend natürlich nicht dabei. So, dann gucken wir mal, ob ihr jetzt nachvollziehen könnt, was die Deutschen eigentlich so wollen. Nee. Auf Platz 8 wollen die Deutschen eigentlich nur mal die Uniform von wem anprobieren? Ich wollte... Wieso googelt man denn sowas? Wen fragt? Deine vor allem. Deine, ja, es ist deine. Oder ist was? Super. Google, deine Uniform gefällt mir super. Ich würde sie gerne mal anprobieren. Ja, offensichtlich. Dann tatsächlich wollen die Leute doch einfach nur mal die Leute fragen, wie es ihnen so geht. Das ist doch okay. Ja. Dann sitzt irgendwo der kleine 13-jährige Louis zu Hause und hat Internetsperre, beziehungsweise Skype- und Discord-Sperre, hat aber
seine große Liebe im Internet gefunden und wollte deswegen nur mal ihre Stimme hören oder deine Stimme hören. Ja, ach, okay. Ja, tragisch. Ach, jetzt wird es ja auch noch romantisch. wo wir gerade bei romantisch sind, tatsächlich werdet ihr euch vielleicht jetzt sagen, ja, na klar, ich wollte nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Ja, nach Liedtiteln sucht man ja auch gerne. Richtig, ja. Gerade wenn es um die Lyrics geht oder so. Ja. Dann, ich wollte nur mal mit dir reden. Ja, ganz, ganz simpel. Und die Deutschen wollen am meisten Hallo sagen und am zweitmeisten wollen sie tatsächlich, und das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht, aber offensichtlich sagen sie gerne Danke Google. Denn die Deutschen wollen nur mal eben Danke sagen. Danke sagen. Okay. Kenne ich jetzt von den Deutschen nicht so, aber... Nee, ich auch nicht. Keine Eigenart, die jetzt heraussticht oder so. Aber du nur mal meckern, wäre da besser. Ja, richtig. Wow, meine lieben Freunde, Frage 3 ist rum. Wir haben 330 Punkte bei Basti und 310 Punkte bei Sarah. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, so viele Punkte gab's so noch nie. Das ist also, ihr seid absolut Weltklasse, was eure Ideen der Antworten angeht bisher. Jetzt was soll man dazu sagen, ne? Geht's darum natürlich, ne? Also war klar, ne? Jetzt geht's darum, aber noch den Highscore zu knacken. Es wird ja nicht leichter. Und deswegen ran an die Buzzer bei Folgendem. Wir haben hier eine Aussage, beziehungsweise tatsächlich eine Frage. Ja? Eine Frage, die die Deutschen stellen. Wir suchen ein ganzes Wort, beziehungsweise bei einem sind es zwei Wörter. Und zwar, haben wir eine... Basti? Lebensversicherung. Haben wir eine Lebensversicherung? Nein. Sarah. Oh Gott. Haben wir eine Klingel? Haben wir eigentlich eine Klingel? Nee. Haben wir eine Gemeinsamkeit? Liebes Google, haben wir eigentlich eine Gemeinsamkeit? Nee. Oh Gott. Haben wir eine... Lass dir mal noch ein bisschen Zeit, bitte. Dann haben wir eine... Wetterwarnung. Haben wir eine Wetterwarnung in Deutschland? Nein. Interessiert die Leute nicht. Was könnte der durchschnittliche Deutsche sich fragen, was wir eigentlich haben? Was er auf jeden Fall das Internet fragen muss, weil er sonst keine Antwort drauf kriegt. haben wir eine... In meinem Kopf ist Leere. Moment, warte. Haben wir eine Grenze? Haben wir eine Grenze der Länder, der Möglichkeiten? Keine Grenzen in Deutschland. Sehr das wichtige ist, Frage für Deutschland. Ja? Haben wir eine Glasfaserleitung? Haben wir eine Glasfaserleitung? Haben wir eigentlich Internet in diesem Deutschland? Nur Kupfer. Nein, haben wir nix. Frage. Ja, gute Frage. Ja, ist nix, gar nix. Alter, jetzt dachte ich schon mal. Wow. Das, ja gut, so gut wie wir müssen es halt spannend machen. Ja, zur letzten Frage wird es noch richtig spannend. Eine Nullnummer bei Frage 4. Mal gucken, ob ihr versteht, warum die Deutschen sich fragen, ob sie das haben. Also auf Platz 8 fragen sich die Deutschen, haben wir eigentlich eine Immobilienblase? Okay, ja. Okay. Ja. Dann. Es sind tatsächlich sehr nachvollziehbare Sachen, erstaunlicherweise. Es ist kein Mumpitz. Zum Beispiel fragen sich die Leute... Flüchtlingskrise bestimmt. Zum Beispiel. Aber noch viel wichtiger, haben wir überhaupt eine Verfassung? Das... So. Okay, ja gut. Kann man sich fragen. Dann kommen... Da fragt man sich. Dann kommen vielleicht zwei Sachen, die noch sehr sommerlich bedingt sind. Ja, auch jetzt ist es immer noch erstaunlich warm draußen. Mm. Deswegen fragen sich die Deutschen, haben wir eigentlich eine Dürre? Ja. Oh Gott, ey, das ist ja alles. Also hätten und wir dann, also Sarah, da hätten wir jetzt wirklich mal. Und dann, ganz wichtig, kein Sommer war fast so schlimm wie dieser, was die
Wespenplage angeht. Mhm. Haben wir Wespenplagen in Deutschland? Frage ich mich auch immer eigentlich so. Ja, dann das fragst du dich wahrscheinlich auch, Sarah. Haben wir eigentlich eine gerade oder eine ungerade Woche? Das immer. Ständig. Ja. Ständig geht mir Gedanke durch den Kopf. Ja, ich weiß. Haben wir eigentlich eine gerade oder eine ungerade Woche? Ist das wichtig im Alter? Ja. Ja. Dann tatsächlich sehr viele einsame Menschen, die zu Hause googeln, ja. Da wundert es einen nicht, dass sie Google fragen, ob sie eigentlich eine Beziehung haben. Frage ich auch Google direkt, ja. Und dann zwei sehr diepe Sachen tatsächlich, was man jetzt so auch per se nicht beantworten kann und wahrscheinlich deswegen das auch mal googelt. Haben wir eigentlich eine Seele? Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Das kann ich, ja. Und dann natürlich wahrscheinlich, wovor viele Leute Angst haben, wenn sie so im Internet rumgurken oder Nachrichten gucken, haben wir überhaupt noch eine Zukunft? Oh, das ist ja sehr deep. Es ist deep. Es ist vor allem sehr Depri. Haben wir eine Zukunft noch? Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, ob ich von Google die Antwort dazu haben möchte. Wahrscheinlich nicht, ne? Ist so wahrscheinlich nicht. Das ist wie nach Krankheiten googeln. Richtig. Also, wir kommen zur letzten Frage. Und jetzt suchen wir wieder ein einziges Wort. Wir haben wieder eine Frage. 6 Antwortmöglichkeiten nur noch. Euch trennen 20 Punkte. Also nur eine Frage kann Sarah wieder auf Platz 1 heben. Jetzt wird's spannend. Ladies and Gentlemen, Frage 5, das Finale. Wann werde ich, Sarah? Intelligent. Wann werde ich eigentlich endlich intelligent genug fürs Influencer-Duell? Gar nicht. Scheiße. Ist nicht dabei. Oh, ist ja blöd jetzt. Ist jetzt doof gelaufen. Ne? Noch ist alles drin. Wann werde ich älter? Wann werde ich älter? Ah, das ist nicht dabei. Auch wenn es natürlich eine gute Frage ist. Ich weiß nicht, ob das dann, ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja nicht das Gleiche. Dann wäre es dann erwachsen. Es ist nicht das Gleiche, deswegen ist eine vollkommen legitime Antwort. Okay. Wann dann werde ich erwachsen? Ja, offensichtlich gar nicht. Ja, das ist ganz gut so. Wann werde ich... Ein Wort sagst du, ne? Ein Wort. Wann werde ich... Haben wir ein Zeitlimit? Nein. Darf ich jemanden anrufen? Da du führst, nein. Ja, verdammt. Wann werde ich... potent? Wann werde ich eigentlich potent genug? Nein. So, Sarah, letzte Chance, um jetzt hier noch Basti einzuholen. Wann werde ich... Was könnte den Deutschen interessieren? Reich. Wann werde ich reich? Letzte Chance für Sarah, noch an Basti vorbeizuziehen. Fragen sich die Deutschen, wann sie reich werden? Nein! Aber um es mal ganz kurz klar zu machen, Sarah, die Idee ist so gut und ich muss dich halt jetzt in dem Fall enttäuschen. Wann werde ich reich? Ist tatsächlich auf Platz 7 der meistgegoogelten Sachen. Tatsächlich, ja. Nein. Ich hab jetzt ein Problem. Ich wanke zwischen zwei Worten. Ja, du hast alle Zeit der Welt. Jetzt, du hast ja eh schon gewonnen. Jetzt geht's eigentlich nur noch darum, dass du deinen Score verbesserst. Genau. Ja. Wann werde ich glücklich? Wann werde ich wieder glücklich? So gar nicht. Ich hätte noch schön. Ja. Und gesund. Mhm. Ich hätte noch berühmt gehabt. Aha. Dann gucken wir mal. Ist eine der Sachen dabei? Hätte eines davon euch noch geholfen, hier die Punkte abzusagen? Dann tatsächlich auf Platz 6 haben wir, wann werde ich exmatrikuliert? Ja, gut. Ja, klar. Ist doch klar. Ja, nun.
Die ganzen Langzeitstudenten. Richtig. Sag mal, wie viele Jahre habe ich denn jetzt eigentlich noch, verdammte Art? Oh, überlegen, jetzt muss ich mal Google fragen. Ich weiß. Die Deutschen, ne? Und ihren Studium. Scheiße, das ist unglaublich. Ja. Ihr wart so nah dran. Ihr hattet, wann werde ich erwachsen? Wann werde ich älter? Dabei wollen die Deutschen eigentlich nur wissen, wann die endlich in Rente gehen können. Wenn es schon vorbei ist. Die faulen Deutschen. Endlich nicht mehr arbeiten. Ja, endlich nicht mehr arbeiten. Dann, jetzt wird's wieder romantisch. Wann werde ich heiraten? Ja, da bist du bei uns an der falschen Adresse. Oh, nee, so gar nicht. Ja, die armen Deutschen wollen doch einfach nur heiraten, Mensch. Ja. Dann tatsächlich nochmal so eine Älterwerden-Geschichte, beziehungsweise, also, du sagst erwachsen und das kann ich nicht zählen lassen, weil das nicht dasselbe ist, denn die Deutschen interessiert nicht, wann sie erwachsen werden, denn sie wollen eigentlich nur 18 werden, damit sie endlich saufen können. So. Warum, wann werde ich 18, wenn man doch weiß, wann man Geburtstag hat? Ich weiß es nicht. Wann werde ich 18? Ich weiß es nicht. Vor allem, ob Google, warte mal, direkt mal testen hier. Wann werde ich 18? Wenn mir jetzt Google das richtige... Naja, per se, wenn du mit deinem Google-Account eingeloggt bist und deinen Geburtstag eingegeben hast, könnte wahrscheinlich da sogar eine Antwort kommen. Aber selbst dann nicht. Aber es gibt einen Geburtstagsrechner. Na dann, siehst du? Die Leute suchen nach einem Geburtstagsrechner. Geburtsdatum ein und klicken sie Go. Ernsthaft? Das ist das? Für Menschen, die keine Quick Maths können, was soll ich sagen? Oh Gott. So, Geburtstagsrechner, habt ihr wieder was gelernt. Also, wenn ihr noch keine 18 seid, dann könnt ihr es jetzt rausfinden. Wann werde ich 18? Google hat mir gerade gesagt, ich bin 34 Jahre alt. Krass. Ja gut, gute Google. So, dann, was interessiert die Deutschen noch? Mal sehen, vielleicht ist ja doch noch eins der beiden oder der drei Sachen dabei, die ihr genannt habt. Letztendlich wollen die Deutschen eigentlich nur wissen, wann sie endlich schwanger werden. Ja, okay. Ja. Es ist nicht so schlimm, wie vielleicht das 18 werden, okay? Ja, doch, okay. Ich glaube, da geht es nicht um den Zeitpunkt, sondern was muss ich tun, damit ich schwanger werde? Ey, wann werde ich eigentlich schwanger? Also, werde ich schwanger, wenn... Okay, darauf möchte ich jetzt nicht im Detail gehen. Lassen wir das. Und dann tatsächlich die Top-Antwort. Man hätte darauf kommen können, wenn man an die Top-Antwort der Frage zuvor gedacht hätte, tatsächlich. Da haben sich die Deutschen gedacht, haben wir überhaupt... Da haben sich die Deutschen gefragt, haben wir überhaupt eine Zukunft? Ja? Und deswegen interessiert es die Leute, wann werden sie eigentlich... Sterben. Werben. Okay. Gibt's einen Todesrechner von Google? Bestimmt. Also nur für den Fall, dass... Todesrechner. Also kann ja sein. Todesuhr. Wann sterbe ich? Der kostenlose Test. Der kostenlose Test. Sag ich doch. Der kostenlose Test, wann wir endlich sterben. Meine Güte. Dann musst du deine Krankheiten dann eingeben? Deine Versicherung und so? Körpergröße. Voll gut eigentlich. Blutwerte. Nach 2-0 Nummern haben wir ein Endergebnis. Ladies and Gentlemen, 330 Punkte für Basti, der Kickste, und 310 Punkte für Elektrinchen, die Sarah. Das ist eine sehr gute Runde. Eine wirklich sehr gute Runde. Zusammen 640 Punkte. Das ist einer der besten Ergebnisse, wenn nicht sogar das Beste. Ich wüsste es. Ich glaube, es ist nicht das Beste, aber sehr gut. Wir wollten halt den Rest nicht so schlechter stehen lassen. Ne? Deswegen haben wir haben uns abgesprochen. Bescheidenheit ist eine Tugend, auch unter Deutschen. Aber jetzt ist ja die Sache, was der Basti ja vielleicht noch gar nicht weiß. Der Basti kann ja trotzdem noch den neuen Highscore knacken. Denn der Basti ist als Sieger ja jetzt in unserer Community-Bonus-Runde, wo es noch einmal 100 Punkte zu gewinnen gibt. Ja. Oh Gott. Yes, jetzt kommt Druck. Oh Gott. Jetzt kommt der Druck. Und zwar funktioniert die Community-Bonusrunde folgendermaßen. Wir haben die Community eine Frage gestellt. Und die Community, die Influencer-Duell-Zuschauer, haben darauf geantwortet. Also jetzt nicht Google und so. Und die Top 5 Antworten der Community musst du jetzt erraten. Du hast 60 Sekunden Zeit, kannst so viele Antworten nennen, wie du möchtest. Bitte so schnell, / langsam, dass ich das noch im Blick habe. Ja, okay. Wenn du alle errätst, kriegst du 100 Punkte. Wenn du nicht alle errätst, dann kriegst du keine 100 Punkte. Also gibt gar keine Bonuspunkte. Du musst alle 5 jetzt schaffen. Okay. Da soweit, oder? Ich muss es auch alleine machen, ja? Ganz genau. Okay. Du hast 60 Sekunden dafür Zeit. Wir kommen zu der Frage.
Wir haben die Community gefragt, nenne uns ein Pokémon der ersten Generation. 60 Sekunden Zeit, ab jetzt. Ey, das ist die perfekte Frage für mich, weil ich überhaupt, ich kenne keinen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von Pokémon. Null. Also wirklich gar nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Pokémon. Also wirklich null. Warte mal, Pikachu. Oui. Ja. Das war's. Mehr kenne ich nicht. Wirklich komplett. Das ist unfassbar, dass ich mir diese Frage, du kannst mich alles fragen, doch nicht Pokémon. Wirklich, ich weiß nichts. Ich habe keine Ahnung von dem Kram. Immer wenn irgendein komisches Wort im Chat steht, dann ist es für mich ein Pokémon. Dann frage ich immer, ist es ein Pokémon? Meistens ist es auch eins, ja? Nee, ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hätte wirklich echt alles fragen können, aber Pokémon ist halt wirklich nicht... Das ist unfassbar. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, weißt du? Ja, wirklich. Wer kennt denn Pokémon bitte nicht? Ist halt so. Oh Mann. Ist halt so. Deswegen habe ich auch extra nur die erste Generation genommen, weißt du, und nicht alle Pokémon oder so ein Scheiß. Ja. Unfassbar. Ich fass es nicht. Ja, das ist unlucky. Da kann man halt nichts machen. Das ist echt ein bisschen schade. Ja, es ist Gott, total schade. Ist mega Blamage. Müssen wir das senden hier? Ein bisschen unangenehm. Oh nein, das ist unglaublich. Das ist so herrlich. Sarah, hättest du was gehabt? Ja, vielleicht. Erzähl doch mal. Wenn es doch mal ein paar Pokémon. Also ich spiele ja Pokémon Go, aber das war's dann auch. Das reicht ja, um zumindest ein paar Namen der ersten Generation zu kennen. Ich weiß halt nicht, ob die erste Generation sind. Das ist es halt. Probieren wir es. Nenn uns ein paar, bevor ich ganz leer hier auflöse. Evoli. Ist es eine Krankheit? Das ist eine Krankheit. Oh Gott. Warte. Ich kann mir die scheiß Namen halt nicht merken. Das ist ja das Problem. Dafür habe ich ja so ein scheiß App hier auf dem Handy, wo man dann sagt, wie die Kacke dann heißt. Ich weiß nicht, ob die erste... Ich weiß auch gar nicht, ob die so bekannt sind. Hier, wie heißt das scheiß Ding, wo aussieht wie eine Pflanze? Was weiß da nicht? Ich kenne noch einen, der sieht aus wie ein Dino und hat einen Feuerschwanz. Ah! Glumanda. Es ist tatsächlich der Glurak. Die Leute so Glurak. Glurak ist der Weiterentwickelte, ja. Ja, aber siehst du, Basti? Ja, genau, hey. Ich bin nicht ganz verloren. Ich hab sogar einen auf dem Handy. Ja, siehst du mal. Ja. Okay, wir klären das mal so auf. Mein Problem. Ja, mach das. So, wir haben noch den, der aussieht wie eine Pflanze, ne? Bisasam. Der Bisasam, genau. Ja, genau, ja. Die letzten zwei, die tatsächlich am meisten genannt wurden von der Community, ist zum einen natürlich das legendäre Mewtwo. Ja. Und dann, das hat mich sogar fast ein bisschen überrascht, dass es zumindest auf Platz 3 ist, Gengar. Oh Gott. Ja. Ja, ist da halt, wäre ich nie dem draufgekommen. Ja, das macht ja auch überhaupt nicht. Unglaublich, ne? Also, hat sie den richtigen getroffen? Das kann ich ja vorher auch nicht wissen, ne? Also, aber immerhin, es war lustig, ja? Das ist die Hauptsache eigentlich hier, ne? Unfassbar, ausgerechnet dem Basti erwischt, der keine Ahnung davon hat. Unglaublich. Meine lieben Freunde, es ist auch jetzt wieder eure Zeit, die nächste Community-Frage zu beantworten, beziehungsweise wenn ihr noch Vorschläge habt, was man bei Google eingeben könnte, wo lustige Antworten bei rumkommen. Unten in der Videobeschreibung sind die Google-Formulare für die Community-Frage der Woche, sowie für neue Fragemöglichkeiten, die ihr jetzt natürlich ausfüllen könnt. Ansonsten immerhin 330 Punkte, ja, lieber Basti. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ich sage dir jetzt sogar direkt, auf welchen Platz du damit gekommen bist. Ich habe ja in der letzten Sendung das eingeblendet. Ich werde jetzt nicht jede Sendung machen, sondern nur alle paar Sendungen. Aber ich kann zumindest den Stand durchgeben, weil ich mir ja selber eine Tabelle gemacht habe. Mit 330 Punkten bist du auf Platz 5 aller Episoden. Oh. Also souveränes Mittelfeld. Ne? Wenn man bedenkt, wie stark ihr angefangen habt, ist das schon fast verrückt, peinlich, dass es nur Mittelfeld ist. Ja. Also nur, ne? Ja. Es ist unglaublich. Können wir doch mal wiederkommen?
Ja, ja, sehr gerne. Sehr gerne. Wenn ihr Lust habt, gibt es gerne nochmal irgendwann eine Revanche. Würde mich sehr freuen. Also ich hoffe, ihr hattet also viel Spaß. Ja, und ihr zu Hause natürlich auch. Das waren der Kiekse und Elektrinchen. Schaut gerne mal vorbei und natürlich auch in der Videobeschreibung, wie immer, die Channels von meinen Gästen. Und wir sehen uns nächsten Sonntag zum nächsten Influencer-Duell wieder. Ich bedanke mich. Mein Name ist Volrus und überlasse das letzte Wort meinen Gästen. Dankeschön. Tschüss. Tschüssi.